Zwei Studentinnen der University of Texas sitzen zusammen und lesen gemeinsam Shakespeares Hamlet. Plötzlich fängt eine der beiden an zu weinen. Kurz darauf bricht sie ihr Schweigen und berichtet ihrer Freundin etwas Unglaubliches. Stephen Roberts ist Postbote in Dallas. Er liebt seinen Job und verfolgt ihn mit Leidenschaft. Er ist geschieden, lebt inzwischen aber mit seiner neuen Freundin zusammen. Auch seine Ex-Frau hat einen neuen Freund. Stephen hat zusammen mit seiner Ex-Frau eine 16 Jahre alte Tochter namens Marie. Marie versteht sich nicht mit dem neuen Freund ihrer Mutter und zieht deshalb zu ihrem Vater. Robert freut sich sehr darüber, dass seine Tochter bei ihm einzieht. Denn er liebt sie über alles und er ist ein fürsorglicher Vater. Marie besuchte die High School. Sie war eine außerordentlich gute Schülerin. Marie war attraktiv, ruhig, intelligent und sehr selbstbewusst. An einem Tag im Februar 1993 besucht Stephen Roberts die Abendmesse einer Kirche. Als er wieder zu Hause angekommen ist, fühlt er sich unwohl. Ihm war schlecht und er musste sich übergeben. Sein Zustand verschlechterte sich zunehmend und er bekam starke Magenkrämpfe. Daraufhin verständigte seine Freundin den Notruf. Stephen verlor das Bewusstsein. Er fiel in eine Art Koma und hatte Schaum vor dem Mund. Noch bevor die Sanitäter eintrafen, verstirbt er. Eine Obduktion hat ergeben, dass sein Herz vergrößert war und er in einem Herzstillstand gestorben ist, im Alter von nur 38 Jahren. Marie zieht nach dem Verlust ihres Vaters zu ihren Großeltern. Außerdem wechselt sie die Schule. Nach dem Highschool-Abschluss verwendet sie die $60.000, die sie von ihrem Vater geerbt hat, und studiert an der University of Texas Medizin, denn sie möchte Pathologin werden. Auch dort ist sie eine vorbildliche Schülerin, hat immer alle Hausaufgaben, engagiert sich und es gibt nie Ärger mit ihr. Während des Studiums erfährt Marie, dass die Polizei Ermittlungen in Bezug auf den Tod ihres Vaters aufgenommen hat. Offenbar gab es Zweifel an der Ursache seines Todes. An der Universität lernt Marie ihre beste Freundin kennen, Stacy. Die beiden verstehen sich auf Anhieb grandios. Eines Tages bekommen die Freundinnen von der Uni die Aufgabe, Shakespeares Hamlet zu lesen. Als sie gemeinsam die Tragödie lesen, liest Stacy den Monolog von König Claudius vor. Darin beschreibt der König, dass er von dem Gedanken gequält wird, er habe Hamlets Vater getötet. Während Stacy die Gedanken verliest, wird Marie blass, schaut ins Leere und fängt an zu weinen. Sie fragt Stacy: "Glaubst du, man kann ohne Gewissen leben?" Stacy fragt verwundert: "Hast du ein Geheimnis?" "Ja", sagt Marie. Nach einigen Zwischenfragen fragt Stacy: "Hast du jemanden getötet?" Daraufhin nickt Marie wortlos mit dem Kopf. Sie weint erneut. Dann gesteht Marie Stacy das Unfassbare. Sie hat ihren eigenen Vater ermordet. Vor dem Tod ihres Vaters hat sie Gift aus dem Chemieunterricht entwendet. Eine Woche später hat Marie ihrem Vater Abendessen zubereitet und das Gift ins Essen gemischt. Ihr Vater, Stephen Roberts, hat davon gegessen und ist ein paar Stunden später verstorben. Spuren auf Gift wurden bei der Obduktion jedoch nicht festgestellt. Marie wusste genau, dass das Gift nur schwer nachzuweisen ist. Stacy muss Marie daraufhin schwören, dass sie niemals mit jemandem darüber redet. Kein einziges Wort. Und Stacy hält sich an den Schwur. Sie weiß, vertraut sie sich jemandem an, wird Marie Jahrzehnte ins Gefängnis gehen. Von nun an ändert sich Stacys Leben dramatisch, denn sie kann die Beichte nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Ihre Gedanken quälen sie Tag und Nacht. Sie hat Albträume. In einem Traum hört sie die Stimme von Stephen, in einem anderen sieht sie Marie und wird von ihr verfolgt. Stacy kann an nichts anderes mehr denken und ihr Leben geht rapide bergab. Sie hat schlechte Noten in der Schule und trinkt regelmäßig Alkohol. Ihre Mutter war kurz davor, sie in eine therapeutische Behandlung zu geben. Nach 8 qualvollen Monaten ist der Druck für Stacy zu groß. Sie gesteht ihrer Mutter, einem Vertrauenslehrer und schließlich der Polizei, was Marie ihr erzählt hat. Die Polizei untersucht daraufhin alte Proben von Stephen Roberts. Und dieses Mal werden sie fündig. In der Blutbahn von Stephen finden sie das Erdalkalimetall Barium in einer enormen Konzentration. Die Menge hätte gereicht, um 28 Menschen zu töten. Kurz darauf wird Marie in der Uni verhaftet
und mit den Anschuldigungen konfrontiert. Sie schweigt, wirkt eiskalt und zeigt keine Gefühlsregung. Nach einigen Minuten bricht sie jedoch zusammen und gesteht. Marie zeigt sich der Polizei gegenüber kooperativ. Die Frage, warum sie ihren Vater getötet hat, beantwortet Marie mit einer Aussage, die alle Beteiligten fast hat vom Stuhl kippen lassen. Sie wollte nicht mehr bei ihrem Vater leben, sondern wieder zu ihrer Mutter ziehen. Der einfachste Weg in ihren Augen war es, ihren eigenen Vater aus dem Weg zu räumen. 1995 kommt es zum Prozess. Marie und ihre Verteidigung plädierten auf nicht schuldig. Sie wollte angeblich nicht, dass ihr Vater stirbt. Ihm sollte es nur schlecht gehen. Doch die Ermittler und das Gericht glauben ihr nicht. Denn wenn es ihrem Vater nur schlecht gegangen wäre, würde sie infolgedessen trotzdem nicht zu ihrer Mutter ziehen können. Das Gericht geht davon aus, dass sie die fatale Wirkung des Gifts abschätzen konnte. Sie hatte vorzügliche Noten, vor allem in Naturwissenschaften. Auch Stacy sagte aus, dass Marie ihr gestanden hat, dass sie wusste, dass das Gift tödlich ist. Am 9. Mai 1995 wird Marie zu 27 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Auch im Gefängnis ist sie eine vorbildliche Insassin, die sich nie beschwert und sich nichts zu Schulden kommen lässt. An jenem Abend saß Marie seelenruhig neben ihrem sterbenden Vater und sagte kein Wort. Hätte sie ihrer Freundin Stacy die Tat nicht gestanden, wäre der Mord an Stephen Roberts niemals aufgefallen. Da sind sich die Ermittler der Polizei sicher. Marie wurde 2003 auf Bewährung entlassen, hat inzwischen geheiratet und lebt nun unter einer neuen Identität weiter. Wo? Weiß niemand.